sehr mit Doppel-E, Berberos. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und wieder einer neuen Aufnahme. Diesmal jetzt endlich auch online. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir starten jetzt mal in Ägypten. Ja, soweit sollte jetzt auch alles funktionieren, hoffe ich. Ich hoffe, ich mache jetzt gerade keine Testaufnahme. Ich glaube, ich nehme auch nicht zu lange auf. Hoffentlich habe ich dann nicht wieder oben die Anzeige vom Aufnahmeprogramm diesmal. Aber wir haben jetzt eine neue Folge draußen, endlich. Ich hatte noch ein leichtes Problem mit meiner Grafikkarte. Besser gesagt, ich habe jetzt eine komplett neue Grafikkarte. Das kam noch dazu, deswegen dauert das alles etwas länger. Aber es hat funktioniert und ich hoffe, wir schaffen diesmal die Herausforderung. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir gleich ganz schnell auf Töten umschalten und. Und am besten jetzt keine Punkte ausgeben. Dementsprechend müssen wir undercover-mäßig auf einer sehr hohen Schnelligkeitsstufe nach und nach die Länder infizieren. Ich hoffe, soweit funktioniert jetzt alles. Ich muss natürlich ich habe meinen Rechner zwischendurch auch neu gemacht, weil ich gehofft habe, so einfach mal, dass es nur am Treiber läge und nicht an der Grafikkarte. Daher weiß ich jetzt nicht, ob alles perfekt eingestellt ist. Und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Mikro verändert. Das heißt, man hört jetzt nicht so sehr, wenn ich mich mit dem Stuhl bewege. Top Notch, mein Opens in Sweden. Miners and Crystal Quartz open a new top notch diamond mine with expanded resources. Ah, okay. Also sie wollen eine neue super ertragreiche Diamantenmine eröffnen in Schweden, was dann die Industrie da fördern soll. Ich wusste gar nicht, dass sie da Diamanten in Schweden haben. Vielleicht haben sie ja neu entdeckt. Folgen überlegen Namensänderung. Ah ja, okay. Alles jetzt etwas schneller. CDC USA bei 9. Ah ja, 9 von 10 zu erwachsenen zu viel. Oh, Enemy. Müssen wir natürlich zurückentwickeln. Ja, müssen wir. Leider, leider, leider. Bei den Symptomen werde ich dann auch es so machen, dass wir speziell ein paar Richtungen entwickeln und dann versuchen, die Mitte zu entwickeln. Denn wir brauchen natürlich einen riesen Haufen an DNS-Punkten dafür. Und dann können wir endlich mal was Neues starten. Dum, 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 dum. So, wir haben schon fast 200.000 Infizierte. Unsere Zahlen steigen natürlich jetzt immer sprunghaft an. Obwohl das natürlich noch ein sehr, sehr kleiner Anteil von Ägypten ist. Aber Ägypten liegt sehr zentral. Obwohl eigentlich alles auf dem Äquator, obwohl Äquator ist weiter südlicher, aber alles relativ zentral liegt. Ach, apropos zeigen, ich wollte gerade mit dem Maus den Äquator zeigen. Ich kann leider hier, weiß ich gar nicht, ob ich das am Anfang schon mal festgestellt habe, aber jetzt werden die Arabisch sich nur wieder vergessen. Ich kann hier nicht die Maus mit hineinbringen ins Let's Play. Das funktioniert leider nicht mit meinem Aufnahmeprogramm. Der kriegt diese Maus nicht. Ansteckend als Tuberkulose, kriegt die Maus nicht gecatchert, also aufgenommen. Die ist leider nicht auf der richtigen Ebene irgendwie und daher muss ich dann ohne spielen. Lässt sich leider nicht ändern, da kann ich tun, was ich will. Schlafstörung, nicht. Also, ja gut, aber nicht, ne? Obwohl, wir haben jetzt schon 71 DNS-Punkte. Globale Erwärmung. Heiße Länder werden heißer. Ja, das hatten wir auch noch nicht, aber das scheint wirklich zu sein. Und kalte könnten je nachdem sogar kälter werden. So, die infizierten Zahlen sind schon bei Millionen. Wir haben die 50-Millionen-Marke geknackt. Mal schauen, ob wir es auch schaffen, die ganze Welt zu infizieren. Vor allem jetzt erstmal die Nachbarländer natürlich, Saudi-Arabien.
Libyen, Sudan, vielleicht auch schon langsam ein bisschen Richtung Europa. Das wird sich dann alles zeigen nach und nach. ...70 Millionen Infizierte, bald haben wir komplett Ägypten infiziert. Aber natürlich macht es noch keinen Sinn, irgendwie auf Tödlichkeit zu gehen, sonst haben wir natürlich gleich die WHO gegen uns anstecken als HIV. Aber halt nicht sehr schnell zu verbreiten. Obwohl, wenn wir natürlich voll infiziert haben, sollte bald dann auch mal... Da, das erste Schiff geht nach draußen und es ist die USA. Es dauert natürlich jetzt extrem lange, wir müssen mal schauen, ob das überhaupt klappt. Da werden keine neuen infiziert. Der eine ist wahrscheinlich jetzt irgendwie in Quarantäne. Ja, ich sag Quarantäne, obwohl es eigentlich auch Quarantäne heißen kann, aber finde ich ein bisschen merkwürdig. So. Weitere Länder infiziert. Im Nahen Osten steigen langsam die infizierten Zahlen. Sehr, sehr langsam. In den USA haben wir immer nur noch einen. Das ist halt der Pilz, ist glaube ich schon ansteckend, aber jetzt nicht so extrem ansteckend, ne? Dementsprechend, ja. Oh, und ja, also überschwemmten Wohnungen meinte ich jetzt nicht, sondern dass es nach England gekommen ist, und zwar 8 Leute direkt. Nahen Osten steigt langsam, auch im Sudan, USA stagniert. Ja, wir müssten mal, die Medikamente rausnehmen. Cerberus wurde erfolgreich weiterentwickelt. Könnte auch an der Schwerüberschwemmung in Japan. Was ist denn jetzt los? Und wir nehmen mal die Kälte. Ja, Schlafstörungen nehmen wir jetzt nicht noch mit. Denn sonst fängt hier bald die Forschung an. Das wäre nicht so gut. Okay, Königreich. Vereinigte Königreich werden mehr infizierte, USA nahe bei einem ist schwierig. Nahe Osten, das steigt jetzt langsam, aber sicher. Sudan, Libyen ist klar, das liegt auch direkt noch in Afrika. Also es ist warm in dem Bereich. Obwohl Ostafrika sieht man halt einige Höhen, da ist es nicht unbedingt so warm, aber... Die Länder sind nicht so das Wärmeproblem. London, ich sag immer London, weil da Heathrow liegt und wir über Heathrow infiziert haben. In England steigt das natürlich sehr, sehr wenig. Aber jedes Land, was mehr infiziert ist, jeder Infizierte erhöht die Chance. Oh, wir sind bei 13. Und wir haben jetzt auch schon die Behandlung durch. Medikamente, Antibiotika, Stufe 1 ist in Ordnung, 2 glaube ich auch besiegt. Natürlich gibt es noch mehr als genug, 3 und 4, aber naja. So, Nahe Osten, da steigt die Anzahl der Infizierten ständig, kann man zuschauen. Wir sind schon über der 100er Marke, hier sind wir gleich bei 20, hier sind wir schon über 20, da steigt ordentlich, also 20 Infizierte in England. Oh, hier sind wir auch gleich bei 20, das ist ein sehr gutes Zeichen. In USA hat sich's verdoppelt, das ist zwar nur von 1 auf 2, aber um 100% mehr Infizierte, das klingt doch noch viel mehr. Obwohl es nicht viel mehr ist, aber... So, hier haben wir schon 180 Tsunami verwüstet in Madagaskar. Was ist denn hier auf der Welt los? Wir haben schon 2017. Das wird, glaube ich, eine lange Aktion. Deswegen haben wir auch dreifache Verschnellerung. Tsunami verwüstet Philippinen. Gab es hier ein Update? So viel Verwüstung hatte ich noch nie. Das ist natürlich für uns eigentlich ein Vorteil, wenn die das schon implementiert haben. Wenn es natürlich... Oh, noch ein Flug nach Amerika. Es sind schon 3 Infizierte. Kam leider nur einer rüber. Wenn es da wirklich
Tsunami oder irgendwelche Unglücke gibt, dann haben die Menschen natürlich, müssen erstmal irgendwo untergebracht werden. Das heißt, die Hygienestandards sinken ein bisschen und. Obwohl, Hygiene kann man auch übertreiben, dann macht das Gegenteil, weil du dann einfach zu viele Feinde von problematischen Keimen wegtötest. Außer natürlich, weiß ich nicht, beim Essen oder so. So, 4 schon. Immerhin. 37 in England. Hier sind wir bei 450. Wir breiten uns schon ordentlich aus. Fehlen natürlich jetzt schon, ja, so die größeren Länder, die es jetzt ordentlich verbreiten können. Aber wenn wir England und Amerika schon mal haben, haben wir ordentlich Flüge mit dabei. Halbe Ägypten. Oh, wir haben jetzt schon Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat auch einen sehr frequentierten Flughafen, genauso wie England. Wenn die beiden schon infiziert sind, dann haben wir uns überall festgesetzt. Wir müssen natürlich mit den Schiffen noch auf Grönland, Island, ja, und Neuguinea und sowas kommen. Das ist auch ordentlich problematisch damit. Also mit unserem Pilz, der ja jetzt keine Verbesserung speziell auf Schiffe hat, weil ich einfach mal ein paar DNS-Punkte sparen will. Ich meine, wir haben jetzt schon 10.000 Tote hat insgesamt die ganzen Unfälle schon gebracht. Ich hoffe, die werden uns nicht angerechnet, aber sonst gäbe es schon direkt hier unten Forschung. Deswegen ganz schnell zurückentwickeln. Gibt es zum Glück noch nicht. Aber das Problem ist halt, wenn es auch so schnell läuft, kann es sein, dass dann die Länder plötzlich anfangen zu forschen, obwohl wir zum Glück noch Ägypten dabei haben. England zum Beispiel würde noch nicht forschen, die sind erst bei 70, Amerika bei 8, aber trotzdem schon Ägypten, dann kommt irgendwann England dazu, dann wird's problematisch. Und manchmal fangen halt auch Länder an, die gar nicht infiziert sind, zu forschen. Denn natürlich halten die auch irgendwie zusammen, außerdem, wenn es schon in Europa ist, verbreitet sich's auch. Oder könnte es sich sehr einfach in Europa verbreiten. Ja, die Zahlen steigen schon mal um mehrere Infizierte immer pro Schub, pro Tag. Libyen noch ein bisschen weniger. Oh, wir sind mittlerweile in Japan angekommen. Wir haben beide Enden der Welt hier auf dieser Karte schon erreicht. Japan und Amerika. England. Und alles über Ägypten. Neue Schritte zu Luftfiltern, Flugzeugen. Oh, nein. Wir müssen Flugzeugübertragungen erhöhen. Und zwar, ja, Flugzeug wieder infizierbar durchs Upgrade. Das war leider komplett rausgenommen. Das können wir uns nicht leisten. Schiffe ist natürlich auch nur eine kleine Chance, aber besser als gar nichts. Aber wir haben auch schon 2 Linien. Daher müssen wir das drin lassen. Aber Ägypten werden auch nicht... Vor doch, Ägypten fährt zum Beispiel ein Schiff, eine Linie nach Südafrika. Ja. Also wäre noch mehr Potenzial drin, aber wir müssen es nicht übertreiben. Es ist leider ein Virus, also ein Erreger, der sich sehr langsam verbreitet. Dementsprechend muss man einfach, ich könnte mal speichern. Wie kann man ESC? Spiel speichern. Den da überspeichern. Spiel speichern. Ja. Bitte schalten Sie Ihren Computer jetzt aus. So, dann gehen wir doch mal zurück und drücken auf Fortfahren. Weil so ist es dann nicht so problematisch, wenn ich einen Fehler mache. Denn dann kann man wieder laden. Ich glaube, das sollten wir jetzt auch mal benutzen, denn selbst wenn ich die Sachen, also Fehler kann man ja machen, dann kann man neu laden und dann muss ich nicht irgendwie, ne, und so und tralala. Es ist natürlich schöner, das auf einmal durchzuspielen, aber ja, irgendwann ist es dann einfach ermüdend. Oh, wir sind schon bei 5000 Infizierten. Hier sind wir bei 33. Ui, zu 100.000. Hier sind wir bei knappen 1000. Oh, hier sind wir bei... Oh, die 70 sehen aber heftig aus, überall irgendwelche rote Punkte. Obwohl es nur 70 sind, also 80, 90 mittlerweile. Oh, England sind wir bei 1000er Marke gleich. Also jetzt bricht die Dämme in 5-6 Ländern und das infiziert dann wieder jedes Land 5-6 Länder. Dann haben wir gleich schon mal 6x6 und 36, wenn jedes jetzt so 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 7, wir haben ja Japan noch dazu. Das heißt, da hatten wir ordentlich wieder Länder dabei. Es gibt, glaube ich, etwa 140, 150 Länder, obwohl natürlich, oder sogar mehr, obwohl nicht alle hier eingezeichnet sind. Also, wie viele insgesamt es gibt, keine Ahnung, müsste man zählen. Zentralasien sind zum Beispiel ein paar Länder. Zentraleuropa gibt es ja auch, Balkanstaaten, da könnte man ja alles noch unterteilen.
Fest der Liebe im Vereinigten Königreich. Ja, das ist sehr gut, dann küssen die da herum und das ist eine gute Übertragung. Ich schau mal gerade, oh, die Zahlen springen ja doch an. Es bringt einiges.